Yo Leute, was geht? Willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich wollte halt erstmal euch zeigen, wie mein Gameplay so ist in Solo. Und ja, da würde ich auch nicht lange rumschnacken. Kommen wir gleich in der Runde an. Ich werde euch alles in der Runde erzählen und peace out, bis gleich. Ciao. So, sind wir auch schon in der Runde angekommen, würde ich sagen erstmal, wo ich landen werde. Ich werde den Block landen. Wie feiert ihr eigentlich den neuen The Block Ort? Schreibt es mal in die Kommentare und schreibt mal auch in die Kommentare, ob ich mich verbessern kann, wie ich mich verbessern kann oder ob ich überhaupt alles gut mache. Und ja, das würde mich sehr freuen. Kritik wäre auch nicht so schlimm. Das würde ich annehmen und ja. Da, also ich rede hier über so Sachen, die in Dinge, die in Fortnite passieren werden. Und ja, dann würde ich sagen, landen wir. Weiß nur nicht. Ah, da ist eine Tommy Gun. Okay, dann landen wir bei der Tommy Gun und dann geht's los. So, ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem Thema an, wieso ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Also ich sag auch, warum ich so Sachen gemacht habe oder so. Also, warum ich mit YouTube angefangen habe, ist einfach von dem Grund her, ich hatte einfach Bock so. Meine Freunde haben YouTube gemacht und ich dachte mir so, soll ich nicht auch YouTube machen? Und dann habe ich es gemacht. So, meine Eltern gefragt, ob ich das darf. Und die haben gesagt, ja. Also, die haben ja gesagt. Und, ja, deswegen bin ich zu YouTube gekommen. Und ja, YouTube bringt mir auch sehr viel Spaß, so beschwer mich nicht. Und ja. Schöner Loot. So. Hoffentlich gefallen euch auch meine Streams. Weil ich stream so zweimal am Tag oder so, weiß ich noch nicht. Muss ich noch überlegen, ich muss noch alles einrichten und so. Beziehungsweise noch überlegen, was ich mache für ein Content. Und ja, ob ich nur Fortnite bringe, aber das glaube ich nicht, nein. Weil Fortnite ist einfach so ein Spiel. Da regt man sich halt oft auf. Und ja. Da kommen wir zum nächsten Thema. Was alles in Fortnite passieren wird. Was alles in Fortnite passieren wird. Also. So, easy clap. Was alles in Fortnite passieren wird. Also, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, dass ein Roboter gebaut wird. Ich will die goldene Scar. Dass ein Roboter aufgebaut wird und es ein Monster gibt, dann das habt ihr alle bestimmt mitbekommen. Und ja, darüber spreche ich jetzt, dass halt ein Roboter gebaut wird, das gegen das Monster kämpft. Und das Monster, habt ihr gesehen, hat groß, also ist groß. Ich verspreche mich heute 3000 Mal, Digga. Und ja, einfach nur so, das Roboter, es soll ein Live-Event werden, wurde auch schon bestätigt. Ich glaube zumindest jetzt, weiß ich nicht, aber ich, ja... Sonst wäre es nicht so großen Aufwand, so ein Monster reinzubringen und dann noch so einen Roboter zu bauen. Also auf jeden Fall ein Live-Event wird auf uns zukommen. Season 10 bis Season 9 Ende weiß ich noch nicht. Also wissen wir alle noch nicht. Und ja, hier ist wieder ein Gegner. Ich packe hier fest. Also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird alles zerfetzen, das Live-Event jetzt, was auf uns zukommt. Das wird alles auseinandernehmen nochmal. Fortnite nochmal richtig hochpushen. Werde ich mal jetzt denken und behaupten. Weil einfach Fortnite kann man alles zutrauen. Und ja. Ist halt so, ich habe das Gefühl so. Ich brauche erstmal... Jetzt Loot, ey, das ist hier sonst leckt. Ah ja, es hat eben leckt eben gerade. So.
Also auf jeden Fall, es wird ein Monster geben. Also es gibt ein Monster und es wird ein Roboter gebaut. Und ja, da auf das Live-Event können wir uns schon sehr doll freuen. Und ja. Also ich freue mich persönlich auf jeden Fall schon. Und ja. Ich bin jetzt nicht der Beste in Fortnite. So, also kein Pro-Player, sondern so, ich bin normaler Spieler. Ich bin nicht schlecht, ich bin aber nicht gut. Also ich bin nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ich bin normaler Spieler. Und ja, also werde ich auch nicht sagen, ja, dass ich gut bin. Ich werde diese Runde werde ich eh keinen Sieg holen. Also von daher. Ja. Bitte sind da Bowler. Bitte, ich konzentriere mich jetzt mehr auf das Gameplay bisschen, weil ich Bock drauf habe und ihr bestimmt auch. Weiß ich aber nicht, aber schätze ich mal. Und hier sind Bowler. Bowler, Digga. Bowler. Wie nennt man eigentlich die Teile? Bowler oder Bowler? Keine Ahnung, wie man die nennt. Ich nenne die immer Bowler. Bowler. Ah ja. Sind wir bei Clash of Clans. Ja, moin. Nee, auf jeden Fall. Es wird ein Live-Event geben. Das beste Live-Event, schätze ich. Was überhaupt gegeben hat. Und ja. Ey, da ist ein Gegner. Gott. Das war easy. So. Wo ist der Bowler jetzt? Ist der kaputt gegangen? Der Bowler ist jetzt nicht ernsthaft kaputt gegangen. Ah nee, der ist da. Der versteckt sich ja richtig gut. Digga. Nee, auf jeden Fall. Ich werde mich schon sehr freuen auf die Videos, die ich bringen werde. Oder allgemein werde ich mich sehr freuen. So. Ich gehe mal so auf. Also ich weiß nicht, ob ich auf Kills gehen soll oder. Oh! Ehrenmann. Scheiße, der kann mich abschießen. So, ich gehe komplett falsche Richtung. Moin. Hoffentlich kommen Gegner zu mir, bitte. Weil damit das Gameplay auch so gut ist. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt noch, das Video schneiden soll oder nicht. Ich weiß nicht. Aber schneiden ist viel besser. Nicht, guck mal, ich sehe das so, nicht ich bin wichtig, sondern ihr seid wichtig, ihr Abonnenten da draußen. So. Und der kriegt jetzt erstmal. Boah. Und noch ein Hit, Digga. Der hat geschmeckt. Ein 48er Hit, ey. Also 20er sind ja 48, ne? Oh, Redeploy. Lagerfeuer. Ah, Redeploy. Aber gegen was soll ich eintauschen? Kann ich gar nicht. Ich kann Redeploy gar nicht eintauschen. Ah, schade. Also, guck mal. Ich werde. Also ich mache diese Videos nicht so von selbst so. Ich habe das von anderen YouTubern geguckt so, weil, ja, ich weiß nicht. Dadurch habe ich auch Bock bekommen, so wie ich von meinen Freunden auf YouTube Bock
Bock bekommen und so euch da draußen was zu geben. Und ja, dann würde ich mal sagen, da vorne ist einer, aber das ist, glaube ich, ein richtiger Schwitzer. Sieht man jetzt schon. Ja, das ist ein richtiger Schwitzer. Deswegen mische ich mich mal lieber nicht ein. So. Noch 16 Laute. Laute, Digga. Ich kann heute ehrlich nicht reden. Nein, noch 16 Leute. Nee, 15. 15. 15 Leute noch. Auf ganz chillig. Warte mal. Ja, oben liegt einfach Loot. Ich hab aber nicht gesehen, Digga. Hä? Achso. Safe, er wird mich gleich angreifen. Safe sogar. Und diese neue Shotgun, apropos. Die neue Shotgun hier, diese. Die ist ja ins Spiel reingekommen neu. Ihr habt die ja bestimmt auch mal. Und die ist komplett Müll. Also, meiner Meinung nach hätte Epic Games die Waffe draußen lassen können. So, man braucht sie eigentlich nicht, weil man Kampfschrotflinter hat, man hat normale Pump. Das ist einfach, man hat SMGs. So, eigentlich braucht man sowas nicht. So, wenn ich jetzt Fallschaden bekommen hätte, ne? Ich wäre so ausgerastet. Ernsthaft jetzt. Oh mein Gott. Ey, was macht der denn da? Digga, der geht ja richtig ab. Den werde ich erstmal folgen. Ja. Okay. 48er. Sorry Leute, dass ich jetzt gerade nicht so viel rede, aber was soll ich auch reden? Ich wollte mich ja eigentlich nur auf das Gameplay konzentrieren, euch das Gameplay zeigen, was ich so mache. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich gut bin. Und nur 2 Kills kann man mal machen, aber ja. Mein Kill-Rekord ist übrigens 19 waren das. Mein Kill-Rekord ist 19 in Solo. Und ja. Ab, Digga. Hier ist keiner. Weit und breit keiner. Und ich wurde nicht gelootet. Hier ist ehrlich weit und breit keiner. Verstehe ich nicht. Verstehe sowas nicht. Egal, ich scheiß auf. So. Jetzt. Ah, da oben ist einer. Kann doch nicht sein. 12 Leute noch am Leben. Ich gehe mal lieber in High Ground und da ist schon jemand. Will er mich verarschen? Das ist doch kein guter Spieler, oder? Also das, meine lieben Freunde. Ist ja mal das kompletteste
Ich werde ihn spitzhacken, juck mich nicht. Ich werde ihn spitzhacken. Digga, spitzhack ihn einfach auf Ansage. Okay, war auch nicht schwer. So. Ah, ich nehm die mit. Ich weiß, es wird, glaube ich, ein bisschen langweiliger, aber also das kommt auch nur in meinen Videos vor, Kappa. Einfach mal jemand spitzhacken. So als wäre nichts gewesen. Der hat mir zwei Hits reingedrückt, also ein, aber verkraft dich. Ich habe ja zwei Big Chillies noch und sechs Minis, so. Und ich spiele auch auf, also ich habe meine Einstellung umgeändert. Bei mir ist es ja etwas heller und ich habe das so gemacht, extra, weil das viel geiler aussieht, finde ich. Und Props gehen raus. Wo sind jetzt die Leute? So, die sind alle da. Ich dachte, einer wäre hier oben auf dem Berg. Okay, da fliegt einer. Da fliegt einer hinterher. Okay. Bruh. Digga! Oh mein Gott! In dem Moment richtig gut gesprungen. Ja, moin. Genau, gehen alle auf mich, ne? Ja. Schön. Fuck. Bitte. Zehn Leute noch. Wo ist er denn jetzt hin?
Scheiße. Nein. Oh. Das ist tödlich, um zu pushen. Das ist tödlich, sag ich. Sag ich jetzt schon mal. Moin, er ist am Sturm gestorben. Leute, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Haut rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns vielleicht im Livestream wieder. Ciao!